Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin Pionier Daniel und wir sind heute wieder beim Goldwaschen. Servus Michael. Hi. Wie geht's? Gut. Und selbst? Hat dich das Goldschieber gepackt? Ja, natürlich. Aber sowas von. Du bist jetzt voll dabei, ne? Ich bin voll dabei. Ich habe ganz viel gebaut nach deiner Vorgabe und nach der Vorgabe vom Uwe. Ganz viel auf Low Budget, weil du mir das ja damals geraten hattest, dass man da auch nicht so viel Geld für ausgeben muss. Ja, das ist meine 24 cm breite Rinne, ist 1 Meter lang, ist durchgehend, ist relativ dick und schwer, konnte ich leider nicht ändern, habe ich geschenkt bekommen. Im geschenkten Gaul schaut man ja nicht ins Maul. Ich hatte dabei aber Glück, ich hatte einen Metallbauer, einen Bekannten, der hat mir die U-Bleche zur Verfügung gestellt. Da habe ich Automatten reingemacht, vorwiegend mit Silikon, löst sich aber ab. Ich habe jetzt zu Hause schon Aquarium-Silikon bestellt, damit soll es besser gehen. Da sind Riffelmatten drin, fein, grob, breit und zwei andere Matten noch. Die werde ich aber noch austauschen, da habe ich schon Ersatz. Ja, und es ist eigentlich auch ganz spannend, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns nämlich in Sitzendorf kennengelernt. Ja, da war ich mit meiner Freundin, das hat mega Spaß gemacht. Der Daniel hat mir seine Schippe damals geliehen und hat uns mit Essen versorgt. Die hatten damals in der Folge 18, 19, könnt ihr mal schauen, hatten sie gegrillt und haben sie Grills getestet. Und es hat mega Spaß gemacht und da war ich total hin und weg von. Und seitdem bin ich im Goldfieber. Was man jetzt hier an der Rille gut sehen kann, ist die Riffel da vorne zum Beispiel, die sieben ziemlich alles weg. Also da bleibt jetzt kaum was übrig und man sieht auch ganz genau, dass die Rille hier ein bisschen leicht nach rechts rüberzieht. Das heißt, die spielt hier alles frei und da bleibt es noch ein wenig liegen. Das heißt, wir haben eine leichte Schräglage von der Rille von vielleicht 2 Grad, die das Ganze nach da gekippt ist, also noch hier unten. Das heißt, wir müssten, das sieht man auch da vorne zum Beispiel, ne? Da vorne ist das Wasser an der Kante und hier ist es 1 Zentimeter tief. Also wir müssen die Rinne ein bisschen genauer ausrichten, dass die wirklich absolut genau steht. Wenn ihr solche Abschwemmungen hier habt, wo dann die Hälfte von der Rinne freigespült wird, dann müsst ihr dann reagieren und es ändern. Ne, wir müssen da hoch oder da runter, dass der Abstand von hier und hier zur Wasseroberfläche genau gleich ist. So. Jetzt haben wir hier und hier ungefähr die gleiche Höhe. Jetzt schauen wir mal, wie sich das Material jetzt verhält, ob es hier liegen bleibt. Siehe da, Zauberei. Ein Meister des Fachs. Übrigens, das sieht man hier auch wunderbar. Jedes Mal, wenn du dich da vorne in dem Wasserstrom bewegst, ja, beeinflusst du die Wasserströmung und
dieser Schwall kommt dann entweder darüber oder darüber und dann reißt er praktisch das abgelegte Material entweder hier oder hier weg. So, jetzt im Moment läuft es perfekt. Aber sobald du dich vorne bewegst, kommt mal mehr und mal weniger Strömung. Und das ist bei sogenannten aktiven Waschsystemen ein bisschen das Problem am Anfang, weil ihr dürft halt bei solchen Waschsystemen keine Fehler machen. Ihr müsst absolut genau schauen, dass die Rinne perfekt steht. Da darf keine Veränderung in der Wasserströmung sein, weil ihr spült euch die Rinne selber wieder frei. So, wir machen mal den Stein ein bisschen weiter hoch. Dann können wir uns nämlich mal hier den interessanten Teil anschauen. Und zwar ist das hier dieser Riefenbereich, den er hier hat. Denn da findet eigentlich der meiste Fangprozess statt. Hier in dem Gebiet gibt es jetzt weniger schwarzes Material, das hat man also relativ viel von diesem hellen Zeug drin. Und hier unten bei diesen Fangmatten ist auch ein kleines bisschen was drin. Aber wenn man jetzt vergleicht von hier nach hier, fängt man mit dem Bereich definitiv wesentlich mehr. Ja, und hier unten bei der Autofangmatte bin ich der Meinung, das gibt auf jeden Fall auch ein schönes Bild hier unten. Da bleiben auch schön die Steinchen hinter diesen Rauten hängen. Ja, und da glänzt doch auch irgendwas hier unten. Naja. Ja, also bei der Gestaltung von der Waschrinne, da hat natürlich jeder so seine Prioritäten und jeder hat seine eigenen Ideen. Und je nachdem, was man haben möchte für ein Ergebnis, baut man sich dann die Waschrinne zusammen. Also diese Feinriefe zum Beispiel da vorne, die finde ich jetzt zum Feinauswaschen eigentlich ziemlich gut. Also dieses Material da, das würde ich jetzt wahrscheinlich eher bei einer Clean-Out-Rinne daheim, würde ich das wahrscheinlich erst einkleben. Das da, das finde ich zum Beispiel ziemlich gut, weil da wahnsinnig viel auch hängen bleibt. Allerdings ist der Austausch, also das aktive Austauschen, ist jetzt nicht ganz so stark wie bei einer Feuerwaldrinne. Aber für so eine, wo hast du die Matte her? Das ist eine Automatte, oder? Das ist eine Automatte, die bei Kleinanzeigen zu verschenken abgeholt. Ja, und für das ist es natürlich geil, ne? Wenn man zum Verschenken so eine Matte kriegt. Und also die muss ich sagen, die ist auf jeden Fall ziemlich cool. Bei der muss ich sagen, da sehe ich auch Verbesserungspotenzial. Ja, die kommt raus. Ne? Weil da bleibt einfach zu wenig hängen, ihr seht es selber. Das ist einfach von den Riefen zu ungünstig. Und die da unten, die ist okay, also da bleibt von der Fangmenge her was liegen. Auch größere Stücke bleiben drin liegen und da kann auch Gold drin liegen bleiben. Da sieht man zum Beispiel jetzt hier so ein Plättchen. Aber es ist halt gefährlich, weil wenn ihr praktisch bloß 2-3 mm Höhe habt von den Stegen, das kann natürlich saumäßig leicht wegschwemmt werden, weil wenn da ein Stein durchkullert, der gibt so einen Wirbel und dann spült ihr euch die Tasche wieder aus und es wird leer. Also ich denke, die Matte da vorne, die ist auf jeden Fall geil. Und natürlich die Feinriefen vorne zum Gucken, was so ein bisschen drauf ist. Aber die ganze Waschrinne mit dem hier, das finde ich auf jeden Fall eine saugeile Rinne. Man kann übrigens auch zum Durchrühren von dem Material, dass das praktisch mehr durchgeschlagen wird, auch einfach mal so ein Holzstöckchen quer reinkleben oder ein Aluminiumstöckchen. Einfach quer reinkleben, so 10, 12, maximal 15 mm hoch. Das kann auch viereckig sein. Allein wenn das Material dagegen schlägt, bleibt vor und hinter diesen Röhrchen gut was liegen. Und das ist eigentlich auch ziemlich cool, wenn man jetzt so ein Streckmetallgitter oder so ein Riefenrahmen drin hat. So, wir sind fertig für heute und jetzt geht's nach Hause und ich zeige euch nochmal die Stelle. Alles wieder aufgeräumt. Zum Schluss alles wieder schön wegmachen.